Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal, euer Bumblebee hier mit einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind mittlerweile auf Datumir, hier sind wir im letzten Part gelandet und es hat sich herausgestellt, dieser Planet ist die Hölle. Die Gegner hier sind so viel schwieriger wie in den oder auf dem Planeten zuvor, dass ich wirklich hier keinen guten Start habe und ich bin mal gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Ah ja, super. wir werden auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst gerne ein Like für das Video da, Abo für den Kanal und wir werden jetzt hier versuchen, uns hier ein bisschen an die neuen Gegner zu gewöhnen und im besten Fall hier ein bisschen besser abzuschneiden wie bis jetzt. So, einmal. Oh, den kann ich nicht zurückschießen, unmöglich. Na, den schon. Alles klar. Geht ja gut los. Alles klar. Willkommen auf Datumir. Mann, oh Mann, oh Mann. Kein Ferienort hier. Ach ja. Den haben wir ja auch schon entdeckt letztes Mal. So, also das ist eigentlich die beste Taktik gegen diese bewaffneten Gegner, sie einfach zu einem herzuziehen und dann zu erstechen. Zumindest hat sich das jetzt die letzten Male bewährt. Mal gucken, wie es hier weitergeht und was hier noch für Gegner auftauchen. Man muss sie wirklich mehr zu einem herziehen, weil sonst kann man sie nicht erledigen. Kämpf doch einfach. Ja, kämpf doch einfach. Oh, Alter, guck mal, was der für einen Schlag drauf hat. Weg und wieder hin. Zack. Die wehren auch unglaublich gut ab. Also, die haben auf jeden Fall Power hinter ihren Schlägen. Aha, da ist noch einer. Zack. Komm, schieß noch mal ein. Ah, nicht so ein. Ja, das war klar, dass da wieder sich einer versteckt. Kann ich ihn nehmen? Okay, perfekt. So, das ist der Bogen von ihm. Ich dachte, ich kann da irgendwas scannen. Hey BD, siehst dir mal an. Siehst dir mal an, BD. Ja, sehen wir es uns an. Neue Mantis-Lackierung, okay. Das sind noch zwei. Moment, dann kann ich doch eigentlich. Ja, so geht das nämlich. Gegen mehrere Schützen ist die zweischneidige Waffe deutlich besser. Schießt ihr? Ihr habt keine Lust mehr. Ihr habt jetzt gesehen, wie gut ich abwehren kann, richtig? Nee, sowas nicht. Zu früh gesprochen. oh je, das hat mich wieder ein Stim gekostet. Okay, wieder zum Einhändigen, weil damit kann ich irgendwie deutlich besser umgehen. Wie komme ich hier hoch? So? Nee, das hat nur eine Vase kaputt gemacht. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen höher ansetzen wahrscheinlich. Und dann komme ich... Ist das zum Laufen? Okay, das ist zum Laufen. Ich habe gerade gedacht, da sind Dornen drauf, das ist eher nicht zum Laufen, aber anscheinend gar kein Problem. Okay. So. Oh, komme ich jetzt bei dieser großen blauen Essenz raus? Okay, Moment. Hier bin ich. Weil irgendwo hat doch was... Ah, das war da hinten blau. Oh, das ist wieder ein Geheimnis, was ich lüften muss, weil da komme ich von hier ja auch nicht wirklich hin. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Hallo? Zack, das ist schon mal sehr gut. Oh, das ist nicht so gut. Ey. Boah, das ist fies. Wenn man da einmal in der Animation drin steckt, dann, greift ihr nicht normalerweise dreimal an. Eins, zwei, drei. Genau, so ein bisschen genau. Okay. Das Gift. Hast du das jetzt eigentlich rausgeholt hier? Nee, ne? Willst du mal reinsehen? Das war jetzt fies. Da hätte ich erst den Raum richtig sichten sollen, bevor ich dann in die Kiste renne. Okay. Oh, was war das? Nur Sand? Boah, ich bin schon panisch, weil ich nur noch einen Stim habe. okay. Oh ja, hier Abkürzung. Abkürzung. Okay, das ist schon mal gut. Das beruhigt mich ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal hier runter. Ist da was? Nein. Dann geht's wohl hier lang. Oh, wer bist du denn?
Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Du siehst überhaupt nicht creepy aus. Bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Wer ist das? Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Das ist einer der wenigen Typen und überhaupt Leute, die man so begegnet bis jetzt, ne? Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Sehr mysteriöser Typ. Lass mir den jetzt hier einfach stehen. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Okay, ja, wir müssen einfach darüber. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz schauen, was hier noch so ist. Hier ist schon mal gar nichts. Und hier? Kann ich hier nochmal upgraden? Ne, nur neue Lichtschwerthülse erhalten. Okay. Ach, hier kann ich mein Lichtschwert ändern. Okay, das brauche ich jetzt gerade nicht. Wohnt der hier oder was ist das? Ist das dem seine Hütte? Ja, okay. Ich muss jetzt hier nicht updaten. Ich habe gedacht, ich hätte nochmal ein neues BD-Update bekommen. Okay. Oh, okay. Das ist tatsächlich, mein Lichtschwert ist stärker geworden, nachdem wir letztes Mal das abgegradet haben. Das hilft nichts. Nicht Gift, nicht Gift, dieses verdammte Gift, ey. Verdammt, ich habe jetzt gleich ein Problem. Ich habe jetzt gleich ein Problem, weil das Gift in diesem engen Raum. Diese Spinnen sind irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht, was sie so schwierig macht, aber ich habe nicht so den Dreh raus mit denen. Und ach, ich habe schon gedacht, das wäre jetzt völlig umsonst gewesen. Wollte mich schon aufregen, warum ich jetzt hier gerade hergekommen bin. Ah, jetzt komme ich hier raus. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Essenz des Lebens oder der Macht? Maximales Leben erhöht. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube tatsächlich, ich raste jetzt hier nochmal kurz. Denn wir haben ja eine Abkürzung freigeschaltet. Und da muss ich nur die 2-3 Gegner im Weg ausschalten. Und haben dafür wieder ein bisschen mehr Energie. Ich glaube, das ist der Plan. So, den Platz. Oh, das. Manchmal ist das nicht so gut. Toll. Gerade auf der Treppe. Jetzt habe ich ihn. Okay. Nope. So. Oh, nochmal einen Schuss abbekommen. Was war denn? Jetzt kannst du nicht mehr gewinnen. Ich sag nichts mehr. What? Ich muss es den anderen. Oh, irgendwie hatte ich da gerade den Dreh nicht raus mit Blocken. Oh, ärgerlich. Jetzt sage ich noch, oh, ich muss nur die 3 gehen. Dieser Planet. Irgendwie hat der einen schlechten Einfluss auf mich. Das ist jetzt wirklich der einfachste Gegner von allen gewesen. Und ich krieg's nicht hin, jetzt passt auf. Jetzt muss ich mir aber hier dann konzentriert wenigstens sehen. Das ist saublöd hier an der Stelle. Habt ihr das gesehen? Der bleibt da irgendwie hängen. Ja, das ist das gleiche Problem nochmal. Okay, pass auf. Ich probiere das jetzt mal ganz kurz anders. Ich renne jetzt mal ganz kurz hier rüber. Damit ich mir das hier wiederholen kann. Lieber auf Nummer sicher gehen. Dann habe ich wieder volle Macht und bin nicht mehr auf der Treppe und kann das machen. Und dann können wir uns. Ja. Okay. Besser. Besser, besser, aber meine Herren. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Und den Sprung sollten wir auch schaffen.
Ab in den Tempel. Oh, noch mehr. Ich verstehe. Mehrere. Moment, ich brauche die Doppel. Ah. Ja, Mann. Die haben anderes Timing-Gefühl. Ich weiß auch nicht, was. Okay, besser. Oh. Boah, was ist denn heute los? Meine Herren, das geht gut los hier. Also Datomir hat mich bis jetzt echt tief in seinen Fängen. Ich krieg die Gegner hier nicht raus. Vielleicht ist es zu spät heute. Ich muss Pause machen. Aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt, weil das lasse ich nicht mit mir machen. So. Er ist unter uns. Also ich weiß, dass das hier wieder nicht funktioniert. Also renne ich diesmal direkt wieder durch. Und erledige den hier. So, dann holen wir uns. So gut bist du gar nicht. Dann holen wir uns den hier. So. Meine Schläge werden dich finden. Boom, boom. Okay, ist gut. So, jetzt brauchen wir das zweischneidige Doppelklinge, um den Kerl da oben ein bisschen mehr Probleme zu machen. So, noch ein. Zack, perfekt. Ja, das ist natürlich gemein, wenn dann einer so schießt. Du auch. Der Eindringling ist geschwächt. Boah, ich bin wirklich geschwächt. Jetzt passt mal auf. Nein! Bin ich tot? Ich bin tot. So, jetzt aber. Jetzt bin ich gespannt, ob es diesmal hier irgendwie hinhaut. So, immerhin hole ich mir meine Lebenspunkte am Anfang direkt immer wieder. Zack. Ich hab gedacht, ich hätte ihn erwischt oder runterschmeißen können. Okay. So, und jetzt nur noch du. Die können auch Nahkampf. Ah, das ist neu. So. Yeah. Alles klar. Geschafft. Und wohin jetzt? Interagieren. Aber nur mit Ausrüstung. Was zur. Sterben. Halt. Oh, es geht runter. Erkletterbar nur mit Ausrüstung. Ich brauche ja noch eine Kletterausrüstung. Oh. Alles gut. Oh, jetzt geht's richtig runter. Okay, alles gut. Wie haben wir das geschafft? Ja, mit purem Talent. Mit dir erlebt man was. Sagt der gerade zweimal erbärmlich gestorben ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, man kommt jetzt einfach unterhalb wieder irgendwo an und kann den Aufzug wieder hochnehmen. Ja, guck mal, da ist so eine Konstruktion. Ist das ein Weg? Das ist ein Weg. Halt. Ich will eigentlich erst an diesem Meditationspunkt. Ich mache schon wieder irgendwas hier. Oh, und es kommt ein Video. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein. Er hatte recht mit dir. Wer? Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Ich hätte auf den Meditationspunkt gehen sollen. Was kommen jetzt? Zombie-Schwestern? Sie bekommen ihre Rache. Das gilt auch als Angreifen, finde ich. Oh, schon wieder ein neuer Gegner. Was können die jetzt? Ich hoffe, Zombies sind nicht so stark. So viel dazu. Crowd Control. Habe ich gelernt, dass man auf mehrere. Oh! Okay. Ich brauche Hilfe. Ich brauche eindeutig Hilfe. Scannen. Okay, unter der Schwester der Nacht. Ja, das habe ich verstanden. Moment, wir gehen nochmal raus. Ich will speichern, bevor ich mich hier jetzt wieder irgendwo hinbegebe. Einmal hier raus. Okay. Und hier sich einmal bitte hinsetzen. Und dann gucken wir mal wenigstens kurz. Aber es sieht fast so aus, als kommt man da vorne nicht mehr weiter. Ausruhen oder nicht? Ja, komm, das kann ich ausruhen. Ich weiß gar nicht, ob diese Untoten jetzt überhaupt nochmal auftauchen, weil es wird ja jetzt nicht nochmal die Videosequenz kommen.
Und jetzt nur zur Sicherheit. Ah, okay, ihr seid hier. Hm, brauche ich eigentlich gar nicht. So. Oh, diese Mistviecher. Zack, okay. Ich nehme an, du bist zu. Ja, alles klar. Damit ist das auch erledigt. Und wir können da wieder durch. So, sind jetzt die Schwestern wieder da? Oder war das der sinnvollste Rest aller Zeiten? Oh. Oh. War fast klar. Oh, ja. Halt. Moment. Ich glaube, ich muss gleich nochmal mich ausruhen, weil jetzt habe ich weniger Stims, als ich vorhin hatte, verdammt. Ey, was ist mit denen? Boah, wenn man zu nah an denen dran ist, hat man keine Chance. Ich heil nochmal. Keine Lust, ganz ehrlich. Was für... Zurück und nochmal. So kann man natürlich auch Erfahrungspunkte sammeln, wenn man ja die ganze Zeit neu auf hin und her rennt von dem Punkt. So, okay. Alter, das hat richtig Schaden gemacht. Die sind nicht so schwierig, aber die machen ordentlich Schaden. Wie alles eigentlich hier. So, also, das lasse ich jetzt so. Dann machen wir hier und gehen hier rüber. Noch mehr Untote! Noch mehr Untote? Oh, oh. Ich lebe. Ich behalte, glaube ich, mal die Doppelklinge. Es kommen jetzt echt viele Gegner gerade. Oh, Spinne, dich brauche ich. Oh, das gibt's nicht. Ich hasse diese Spinnen. Also ich muss sagen, bis jetzt, Datumir fordert mich am meisten raus. Und oh, diese Spinne wieder. So, ich habe jetzt nämlich schon wieder da unten ein Leben gelassen. Und dementsprechend auch die Erfahrungspunkte, die mir die Spinne geklaut hat. Ich glaube, es waren zwar nicht viel, aber mich trotzdem. Und jetzt habe ich schon wieder so wenig Stims. Also das ist echt nicht ohne hier. Das ist bis jetzt die größte Challenge auf Großmeister, muss ich echt zugeben. Ich komme irgendwie mit den Gegnern hier nicht so ganz klar. Einfach weil es wahrscheinlich eher auf mehr Gegner und nicht auf... einen nach dem anderen geht, wo man sich so ein bisschen die Gegner rauspicken kann, sondern mit diesen Zombies jetzt hier ist mir das einfach ein bisschen zu hektisch. Und auch alles in so engen Räumen, es ist einfach ein bisschen anders und fieser, finde ich. Na gut, auch damit müssen wir klarkommen. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Ihr da oben, habt ihr Lust runterzukommen zufällig? Ja, dann komme ich mal zu euch hoch. Ich denke, du wirst für ihren Tod bezahlen. Ich habe überhaupt niemanden getötet. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem mit mir hast. So. Die springen hier rüber. Boah, die springen hier rüber. Ach, so. Okay. Alles gut, aber die Doppelklingen sind hier definitiv besser gegen so viele Gegner. Auch das war ein interessanter Sprung. Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt 10? Brüllerkall. Oh, was ist das? Oh. Hoffentlich erfahren wir es nicht. Ich glaube, das erfahren wir sicher. So, einmal hier hoch. Für jemanden. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung, richtig? Wo landet man jetzt? Oder auch nicht? Oder doch, 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 das ist eine Abkürzung. Und zwar kann ich jetzt hier das Tor aufmachen. Und mich nochmal heilen. Aber ich muss aufpassen, da waren Spinnen dahinter. Ja, genau. Und natürlich habe ich jetzt aus Versehen die Kiste aktiviert. Was ist okay, es, jetzt haben, diesmal haben sie gewartet. Das ist sehr nett. Ich gehe jetzt hier raus. Ich muss mich eh gleich nochmal um diese Spinnen kümmern. Denn ich muss jetzt definitiv hier nochmal ausruhen.
Okay, wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Ich glaube, ich brauche 3, um wieder was Sinnvolles aufzuleveln. Okay, jetzt geht's weiter. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieses Level und ich, wir werden, glaube ich, keine Freunde. Eine Spinne raussuchen. Raus aus dem Gift. Natürlich schießt du jetzt, komm her. Einfach angreifen, danke, nochmal, danke. Und fertig. So, alles gut. Natürlich renne ich nochmal ins Gift. Ich musste jetzt wieder hoch. Ich bin echt gespannt, was hier noch war. Ich kann mich auch erinnern, dass das unglaublich weitläufig war. Noch mit dem Lager von diesen Schwestern und Brüdern. Neues Ziel auf der Holokarte hinzugefügt. Und zwar... okay. Das ist noch ein Stück. Ich kann hier wahrscheinlich immer noch nicht klettern. Ich brauche eine Kletterausrüstung, hieß es. Was scannen wir hier? Wandmalereien wahrscheinlich. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Zumindest sitzen hier ein paar Dudes ganz gemütlich. Ich werde dich erledigen, Mistkerl. Und jetzt du. Oh, nein, nicht so. Zwei. Die braucht es nicht mehr. Ich muss mir jetzt mal auch merken, wie die angreifen. Ich kriege dich. Mit Rot vor allem. 1, 2 und ich glaube danach nichts, ne? Okay, perfekt. Ich hätte schon mal angreifen sollen. 1, 2. Ah, okay, du kannst auch noch eine rote Attacke dahinter. 1, 2. Ich sterb! Das gibt's nicht! Ey, die machen mir echt Probleme. Die sind richtig tough. Wow, okay. Nochmal bis dahin, wo... Ah, ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Alles gut, alles gut. So, auf ein neues. Ich hole mir erstmal den, der meine Erfahrungspunkte hat. Dann dich. So. Ich werde dich treffen. Und tatsächlich mache ich dich jetzt genauso platt, weil offensichtlich bin ich zu schwach, um im Einzelkampf gegen dich zu gewinnen. Meine Herren. So, wo geht's jetzt hier lang? Er hat irgendwas von dem Dorf erzählt. Ja, das war klar. Moment, wir gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, das Echo einzusammeln, echt? Oh, Spiel. Jetzt machst du mich aber auch absichtlich fertig. So, jetzt wieder zurück. Ein kaputt wäre gut gewesen. Okay, das war wichtig. Und wer hat da noch geredet? Da scheint noch irgendwo einer zu sein. Definitiv da. Zurück. Ausweichen. Böser Schuss. Das ist gut. Das ist nicht so gut, aber jetzt komme ich da nicht mehr raus aus der Nummer. So, und wieder zurück. Und jetzt nochmal. Hä? Jetzt geht's nicht. Ich muss rein. Jetzt schießt den doch zurück. Heute läuft's nicht. Was ist denn heute los? Ich verzweifle. Ich will jetzt wenigstens den dritten Fähigkeitenpunkt sichern. Und wir holen uns wieder die Spinne hier. Das hat nicht geklappt. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, wir weichen aus. Ist die andere da hinten tot? Oh, es hat doch geklappt. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, was mit diesen Schüssen ist von denen, aber irgendwie habe ich Schwierigkeiten, die abzuwehren. Und das kostet dann echt immer viel Gesundheit. Dabei sollte das relativ einfach sein. Ja, so. Aber irgendwie klappt's nicht. Oh, da ist noch einer. Ah. So, komm schon, noch ein. Kein aufgeladenen, tu mir den Gefallen. Einfach so, schieß. Jetzt will er nicht mehr. Okay, ich guck mal ganz kurz da runter. Schießt du jetzt? Nee, auch nicht. Hier ist nichts. Okay, dann müssen wir wohl wirklich über den Baumstamm hier. Ja, das machen wir natürlich aufgeladen. Okay, ich habe ihn. Puh. Ich hatte Angst, dass ich jetzt hier runterfalle, muss ich ehrlich sagen. OPD will was scannen. Ich dachte, das wäre eine Spinne. Gefunden?
Danke, BD. Oh, die züchten oder domestizieren die. Okay, danke für die Info. Und ich muss hier lang. Hopp. Okay, oh, das ist nice. Meditieren, vielen Dank. Haben wir den dritten Punkt bekommen? Nee, ganz knapp nicht. Schade, 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 Schokolade. Okay, komm. Ich hol dich einmal. Ich duck mich doch gar nicht. Schieß nochmal. Nee? Dann komme ich zu dir. Dann komme ich halt zu dir. Mal hier lang. Und hier runter. Es müssten wahrscheinlich hinter mir wieder ein paar sein, die ich vorhin erledigt habe. Du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Zurück, weiß ich überhaupt nicht. Wow, die wieder? Eine Niederlage ist sicher. Ey, deine Schwester hat mich ein bisschen abgelenkt da oben. Alles gut. Okay, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt schon im Dorf? Einfach da runter? Das sieht irgendwie nicht sicher aus. Okay, ich probier's. BD wollte was scannen, aber ich höre auch... Oh nein, nicht der! Bitte nicht der! Okay, alles gut. Mir kann nichts passieren. Auf engstem Raum. Okay, ich probiere es jetzt mal mit der einhändigen Waffe. Einfach in der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Weil der macht mich echt platt hier weg. Okay, das funktioniert schon mal gut. Jetzt wollte ich einmal die Zeit. Okay, jetzt nur in Ruhe heilen, dann bin ich zufrieden. Okay, das war deutlich besser. Uff, jetzt hätte mich sein Todesschlag fast noch ereilt, aber okay, geschafft. Bisschen Verbesserung immerhin. Jetzt das Echo. Und dann die Kiste. Aber wohin? Achso, wahrscheinlich darunter. Die Grube. Hier einmal kann ich eigentlich das irgendwie aufhören. Ich nehme an, es muss dahin. Oh, BD wollte ja noch was scannen, genau. Was ist das? Der Bau des Nidag. Das ist der Kerl, den ich gerade platt gemacht habe, würde ich sagen. Nidags heißen die. Mit denen werde ich auf jeden Fall nicht mehr gut freuen. Hallo? Ich habe mal ganz höflich angeklopft. Wo kommen wir jetzt hin? Oh ja, hier kommen wir jetzt Richtung Dorf. Hier sehe ich doch schon abschreckende Wandmalereien und Aufsteller hier. Ja, wir kommen jetzt in den hier Dorf. Ah, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich, dass das hier der Horror war. Da drüben ist ein Meditationspunkt. Wir müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch, das ist schon mal gut. Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das Moin. So, erste Wache erledigt. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich will da hoch. Ich glaube, ich sehe da unten einen Kletterpfad. Das heißt, ich muss definitiv hier lang. Hallo? Einfach da runter? Ja, wahrscheinlich einfach da runter. Okay. Das ist zu. Es ist der Fremde. Er hat die Brücke runtergelassen. Oh, das waren Schüsse, die ich nicht abwehren sollte. Ich glaube, ich renne. Ich glaube, ich renne, weil die schießen hier auf mich. Das Tor ist zu. Okay. Hier lang? Oder da lang? Nope, da lang nicht. Dann wohl hier lang. Oh, die Runde hätte ich mir sparen sollen. Oh, ich wollte doch hoch zu meinem Meditations... Ja, das hatte ich genauso geplant. Warum nicht gleich so? Ich sehe nichts unter mir. Danke. Oh, das
sieht irgendwie auch nicht so gemütlich aus, wo ich gerade hier ankomme. Oh, das, okay, das war ein guter Sprung, finde ich. Aber jetzt bin ich ganz tief. Hier habe ich ja überhaupt keine Erinnerung dran. Aber ich habe 3 Fähigkeitenpunkte. Vielleicht kann ich mir da was Schickes holen für. fangen wir mal hier rechts an. Was ist das? Regeneriert. Ach, das wäre natürlich auch schon mit 2 Punkten praktisch. Mehr Leben. Oh, ich kann so viel machen jetzt. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst? Ach, das ist mit Doppelklinge. Spezialangriff, während er seinen Lichtschwerttyp wechselt. Oh, während es... Okay, und es kostet nur 1. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das hier definitiv, weil dann habe ich hier... Hä? Ach so, nein. Ich dachte, das wäre... Das ist Präzisionsausweichen. Oh... Ich dachte irgendwie, dass das Stim-Verbesserung ist, aber das ist es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gelesen habe. Wahrscheinlich, weil es direkt daneben ist. Und dann machen wir noch irgendwas für 1 Punkt. Die Kraft der Freundschaft BD füllt deine Machtanzeige mit seinem Stim-Hell. Okay, na gut. Okay, ich glaube, die einzigen, die 1 Punkt kosten, sind diese beiden. Und ich muss das hier zuerst machen. Okay. Wartest du einen Moment? Also das ist jetzt das gleiche, was ich mit der einhändigen Technik auch schon kann. Ich wollte eigentlich das hier haben, aber anscheinend muss ich das andere zuerst holen. Okay, nicht schlimm. Jetzt muss ich aber dieses Präzisionsausweichen häufiger einsetzen, wenn ich das auch wirklich, wenn sich das gelohnt haben soll. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Es wird nicht schöner hier unten, muss ich ehrlich sagen. So, hier offensichtlich nicht lang. Okay. Da ist ein Echo, das nehmen wir mit. Vielen Dank. Boah, das ist ein großes Areal hier jetzt, oder? Da gibt es bestimmt wieder zig Gegner. Muss ich da runter? Es scheint fast so. Viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Ich muss mal vorsichtig. Ist das giftig hier? Nee, okay. Wo bin ich denn jetzt? Oh, Spinne. Komm her. Boom. Und weg, weil Gift. Hallo? Ich mach jetzt alles nur noch mit dem Magnetgriff. Das ist meine neue Lieblingstaktik. Sieht fast so aus, als müsste ich hier hoch. Aber ich habe immer noch nicht Kletterfähigkeiten, ne? Okay. Halt, BD, was sehen wir? Neue. Ah, okay. Diese Ranken sind so gruselig für Grease, aber. Grease freut sich. Hier lang. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gleich im Kreis, aber BD findet auch hier noch mal was. Nochmal? Ja. Hey. Was sehen wir? Die Pflanzen oder was? Ja. Okay. Ich bin nicht zum Pflanzenscannen hier. Ich will jetzt hier wieder raus. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss irgendwo hochkommen. So ganz habe ich noch nicht entdeckt, wo. Oh, okay. Oh, ich will nicht nochmal gegen so einen kämpfen, aber ich muss, glaube ich, hier runter. Da ist noch so ein Ding. Ja, ich weiß nicht, warum ich da gerade erst zu dem Echo wollte. Das war schon mal ein guter Start. 1, 2, 3. Das war nicht klug, BD. Das war besser. Oh, der hat immer so komische Bewegungen, wo ich nie weiß, wann der wirklich angreift und wann der nur um sich schlägt. Ausweichen. Ja, und dann direkt hinterher greift er an. Oh, mit dem werde ich wirklich nicht mehr Freund. Okay, aber mein Punkt ist direkt nebenan. Hi.
Ich bin's. Okay, erstmal das sichern. Ein bisschen Schaden. Eins, ausweichen. Zack, zack, zack. Bam, ausweichen. Zeit verlangsamen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Der ist total leicht. Oh Mann, ey. Ich stolper hier durch das Spiel, beziehungsweise durch das Level vor allem gerade. Die Brüder danach akzeptieren nur die Starken. So, oh, da lang. Falle. Falle, Falle, Falle. Nein. Halt mal fest. Ja, jetzt an dir werde ich jetzt nicht mehr scheitern, nachdem ich euch gerade alle niedergemetzelt habe. Das ist echt ein großes Areal hier. Viele, viele Gegner. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich die Orientierung nicht verliere. Ja, sehen wir es uns an. Neues Poncho-Material. Vielen Dank. Neues Echo. Und dann wohl da hoch, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, ich gehe hoch. Das Schiff ist abgestürzt. Es war für irgendwas auf der Flucht. Da ist nochmal so ein Typ. Auf keinen Fall gehe ich da wieder runter. Nein, nein, nein. Ich gehe hier lang. Das sieht mir irgendwie sicherer aus. Okay. Die durchbrechen auch so ein bisschen die Verteidigung. Ich brauche Hilfe. Eins, zwei. Das ist nur mein schlechtes Timing. Puh, okay. So, ich glaube, hier war doch der Part, wo ich oben lang musste. Das ist nur eine Kiste. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt hier nur wegen einer Kiste hin bin. Habe ich da gerade Gegner gehört? Nee, okay. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, da hinten geht's aber weiter hoch. Hast du was gefunden? Da hinten geht's weiter hoch. So. Oh, das ist... Warum ist das blau? Heißt das, ich kann das drehen? Moment. Erstmal das hier mitnehmen. Okay. Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal runter, oder? Und dann... Ah. Und dann so, oh, Moment, zack, und zack, und zack. Geht das? Ja, ich bin, es geht. Irgendwie hat's geklappt. Okay, schnell hoch. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. So, jetzt bloß nicht nochmal, oh. Das hat nichts gesagt. Das Ding sieht nach Ärger aus. Das Ding sieht wirklich nach Ärger aus. Aber jetzt würde ich mir schon über diesen Typ freuen, den ich gerade da besiegt habe. Im Gegensatz zu diesem Fledermaus-Ding. Ich kann schon, aber... Ey, wisst ihr, was das Problem ist manchmal, wenn man etwas anvisiert hat von... Hilfst du mir mal, bitte? Er läuft weg! Dann klappt das nicht immer so gut. So, ich muss definitiv erst diesen verdammten... Du machst mir keine Angst. So. Nein. So, okay, alles gut. Alles gut, ich bin am Leben. Okay. Irgendwie habe ich mich durchgemogelt. Ist das immer noch eine Wand, die ich wahrscheinlich nicht... Kann ich sie jetzt plötzlich klettern? Nee. Schon gedacht, Feuerflechte. Aber das ist doch das Zeug, was ich eigentlich klettern lernen muss, oder? Habe ich das richtig verstanden? Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt... Komme ich hierher? Ne, hier komme ich nicht her. Natürlich stehst du hier dahinter. Ich muss weg. Oh, seht ihr das? Das meine ich. Wenn etwas anvisiert ist, dann rollt der im Kreis... Und das ist super nervig, weil man nicht von den Gegnern wegkommt. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass ich den Fehler mache, Gegner anzuvisieren. Ich glaube, das muss man tendenziell bei vielen Gegnern einfach lassen. Das ist der Fehler, den ich meiner Meinung nach am meisten mache. So, und wie komme ich da jetzt wieder hin? Ich renne jetzt einfach durch.
So, ich gebe ganz offen zu, Durchrennen hat nicht so gut funktioniert. Ich habe meine Fähigkeitspunkte nämlich hier auf dem Weg wieder verloren. Aber ich bin wieder hier. Hoffe jetzt, mich diesmal hier ein bisschen besser zu behaupten. Ich habe wieder das gleiche Problem. Nicht anvisieren. Und jetzt einfach spam. Das funktioniert deutlich besser. Sobald man einen anvisiert, wird das sehr, sehr schwierig. Puh, okay. Wir sind am Leben. Und Echo nehme ich mit, nachdem ich ja jetzt gerade wieder ein paar Fähigkeitenpunkte verloren habe. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier gerade abgegeben habe, aber ich bin definitiv auf dem Weg hier wieder gestorben. Weil ich gedacht habe, ich könnte einfach an allem vorbeirennen. Das hat aber nicht so hingehauen. Wo müssen wir jetzt lang? Was ist da hinten? Müssen wir hier hoch? Müssen wir hier runter? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich gehe einfach mal dem Weg hier nach. Und hoffe, dass ich hier wieder rauskomme aus dieser Hölle. Oh, das sieht vielversprechend aus. Hier erwartet dich nur der Tod. Oh, du quatsch mir immer rein. Und immer nur mit negativen Sachen. Okay, ausruhen. Und dann hoffentlich hier wieder rauskommen. Ich will mindestens bis zu diesem Dorf kommen, wo ich vorhin schon so einen schönen leuchtenden Meditationspunkt gesehen habe. Aber was ich dafür... Oh, ich ahne Schreckliches gerade. Nachdem wir gerade die Fledermaus gesehen haben und jetzt in einer riesigen Höhle sind, was passiert hier wohl? Oh, okay, los geht's. Moment, es könnte gefährlich sein. Ja, bitte, es könnte gefährlich sein. Hör auf dein Herrchen, sage ich jetzt mal. Hi. Ist das der Typ, der gerade abgeholt wurde, sage ich mal vorsichtig? Ah, das ist ein Klettertool. Ich hoffe, der lebt nicht mehr. Oh. Hi. Punkt auf deiner Stirn. Oh, okay, das. Schalte. Was? Okay. Ich muss zu zielen, um. Um auf die. Verstanden. Okay, ich glaube, ich kann auch auf ein einfaches Schwert gehen. Okay. Was passiert mit Macht? Nicht viel. Das macht ihm alles nicht so wirklich Schaden, was ich hier treibe, ne? Okay. Muss ich da drüber springen, wenn ich zu nah dran bin? So, jetzt auf. Zack. Okay, das. Guck mal, das macht überhaupt keinen Schaden. Das ist nicht gut. Was passiert? Kann ich was tun? Oh nein, ich muss. Oh, ich muss Macht einsetzen. Verstanden. Okay, aber was für eine Macht? Ziehen? Schubsen? Alter! Er macht Schaden. Er macht verdammt viel Schaden. Okay. Steck nochmal deine... Ja, genau, mach das. Verlänger. Jetzt. Verdammt. Schlechtes Timing. Man muss wirklich aufpassen mit dem Heilen auch. Puh, okay. Versuch 2. So, guten Tag. Als erstes hätte ich gerne meine Fähigkeiten. Wie viele sind es? Nein, das ist überschaubar. Okay, also nicht so viel zu viel. So. Also es bleibt nur stecken, wenn er mit dem Rot reinschlägt. Das muss man uns merken. Und dann schön. So, und was jetzt? Ziehen oder? Ja, ziehen. Okay, das macht Schaden. Wenn er so bleibt von mir, natürlich nicht. Was passiert? Okay, wir können ausweichen. Drüber springen, verstanden. Nein.
Okay, er rennt nochmal. Jetzt drauf, oder? Ich denke, das war gut. Weg. Nur bleibt stecken, wenn er rote Attacke macht. Ich erinnere mich. Diese Attacke ist die übelste. Das, ich war fast voll. Und es hat sich das irgendwie angekündigt? War er rot oder so? Ich habe es nicht gesehen. Die ist fies. Gib mir das. Uff, das war knapp. Das ist gut. Nochmal, genau. Wunderbar. Und komm her. Okay, und zwei. Sehr schön. So, was macht er jetzt gleich nochmal? Er fliegt. Und dann macht er seinen Schall. Dann weichen wir aus. Dann macht er dieses Landen. Nicht überspringen. Fast. Okay, schlechtes Timing. Und jetzt rennt er so wie ein Irrer. Okay. Und dann ist er wieder am Start. Und jetzt muss ich auf diese Kopfnuss achten. Zack, das war gut. Das ist okay. Jetzt bin ich nämlich genau wieder so von der Gesundheit. Das ist die Attacke. Okay. Jetzt habe ich sie gesehen. Jetzt habe ich sie gesehen. So, ausweichen. Auf die Flügel. Und zurückziehen. Boom. 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 Okay, perfekt. Und er fliegt wieder wahrscheinlich. Wenn es so bleibt, ist er machbar. Wenn es so bleibt, sage ich, ist er machbar. Richtung. Ah, das war blöd. Nein, warum? Okay, da muss ich besser drüber springen. Da muss ich deutlich besser drüber springen. Okay, ich glaube, ich habe ihn jetzt wieder so weit, wie ich ihn gerade eben hatte. Und jetzt hoffe ich, dass er nicht mehr ausrastet, als es eh schon die ganze Zeit tut. Ich muss auf jeden Fall über diese Steinattacke kommen, sollte er die nochmal machen. Nicht fliegen. Komm schon, bleib hier. Verdammt, ich hab's fast befürchtet. Okay, achso, ja, hier ist der Schall. Nochmal der Schall. Oh, er hat mich erwischt. Okay, ich bin drüber. Nochmal. Okay. Boah. Halt, jetzt rennt er wahrscheinlich wieder. Yep. Seitlich. Weg. Nochmal. Jetzt ist die Frage, macht das jetzt in der Phase nochmal? Nein, er macht das nochmal. Okay. Jetzt beruhig dich. Jetzt mach wieder was Normales, bitte. Was ist das? Das ist die Kopfattacke, die kann man abwehren, Gott sei Dank. Was ist das? Okay. Was macht der jetzt? Ohne Steine? Oh oh, oh oh. Heil, heil, heil. Ich bin am Start, ich bin am Start. Komm schon. Gib mir nochmal eine Chance. Was macht er denn jetzt? Oh, wieder das? Seite. Das heißt, er springt jetzt auch gleich nochmal. Und nochmal Stein. Kenn ich. So, und jetzt gib mir eine Chance. Irgendwas. Okay, nochmal. Ich bin zu früh gesprungen. Verdammt, das ist gemein. Das ist richtig gemein, diese Attackenfolge. Und ich bin voll im... Hilfe, bitte! Okay, jetzt vielleicht... Komm schon. Ja, wenn ich den erwische. Okay, das ist gut. Komm schon. Er lebt noch. Oh, ich hatte so gehofft, dass dreimal das Machen reicht. Weil jetzt kannst du noch... Geht er? Es hat gereicht. Okay. Gorgara. Dann gibt's wohl eine zweite Runde. OBD ist... Der verliert keine Zeit, ne? Oh ja, okay, er ist weg. Ich scanne mal wieder. Oh, Mann.
Nein, nein, wir müssen uns auf jeden Fall dieses Kletterzeug holen. Aber hey, es war ein Bossfight und wir haben ihn geschafft. Du siehst wirklich exakt aus wie Darth Maul. Ab geht's. Wir können klettern. Kletterklauen. Okay, also klettern funktioniert gleich wie vorher auch. Außer, dass wir jetzt Spider-Man sind. Ich hoffe, der taucht jetzt nicht gleich wieder auf. Ich will einfach nur bis zum nächsten Meditationspunkt und dieses Drama hier beenden. Wobei, ich muss sagen, jetzt mit dem Bosskampf war ich ganz zufrieden. Das hat einigermaßen hingehauen. Den hatte ich recht zügig raus, wobei man wahrscheinlich sagen muss, je größer, desto berechnender sind die Gegner. Okay. Komm, gib mir jetzt einen Meditationspunkt. Vielleicht in dem Dorf, dann habe ich mein Ziel für heute erreicht. Wo kommen wir jetzt raus? Es ist sehr, sehr eng, BD. Stoß dir nicht den Kopf. Oh, das ist die längste schmale Stelle, die wir je hatten. Wehe, dann wartet jetzt die Fledermaus nochmal. Ich habe keine Lust jetzt direkt auf eine zweite Runde, ne? Ich finde, ich bin bedient für heute. Okay. Oh, da drüben ist Meditationspunkt. Gott sei Dank. Okay. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Oh, die müssen hier. Oh, das ist ja auch gemein. Die müssen da rein, um sich zu beweisen. Alter. Nee, nee, nee. Wir gehen da nicht nochmal rein. Wir speichern jetzt hier. Und das ist das Ende der Folge heute. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich mit Mühe und Not hierher gerettet, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Lasst gerne ein Like da fürs Video. Ihr wisst, wie es geht. Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.